herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. 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 Das war ja sehr motiviert mal wieder. Ja, okay. Warum ist los? Hallo. Ja, was? Hallo. Steht gar nichts von dem Typi hier. Alles gut. Du hörst auch nicht. Unerhört. Immer diese Jugend. So, okay. Habe ich den Baum hier irgendwie gehandelt bekommen? So, wir machen heute wieder ein bisschen Forst. Zum einen zum Geld verdienen. Und zum anderen, damit wir noch ein bisschen mehr Feldplatz bekommen. Mhm. Weil Anbaufläche haben wir halt einfach relativ wenig. Das ist richtig. Na, warum kann ich den hier nicht absägen? Was soll denn das? Und schaut auf jeden Fall um 14 Uhr beim RP-Projekt rein und um 16 Uhr beim Minecraft. Die Burg heißt es, glaube ich. Genau. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Am besten über alles. Also am besten alles machen. Und freut sich Varuna am meisten. Ja. Ja. Kann man schon mal machen. Kann man machen. Wäre nice. Muss man aber nicht. So, und wenn ihr generell Fragen mal zu mir hättet, also off Real Life Fragen werde ich kaum beantworten. Aber mal über. Ach, Scheiße. Ich wollte den erst herunterziehen. Über die ganze YouTube-Geschichte oder so. Ob ihr was über mich wissen wollt oder so. Dann dürft ihr das gerne mal in die Kommentare ballern. Das ist richtig. Und dann überlege ich mir mal, ob ich dazu ein Video mache. Also, ob ich ein Let's Play irgendwie zusammenschneide, indem ich die Fragen beantworte, oder ob ich die dann mal im Let's Play beantworte, oder wie auch immer. Irgendeine Möglichkeit findet man da dann schon. Ich glaube, ein extra Video ist schwierig. Wegen? Weil die momentan Zeit. Ja, das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Möglich. So, dann kriege ich jetzt den Baum hier raus. Ey. Am besten gar nicht. Tigerfarm, der braucht mal noch so ein bisschen Schulung im Baum sägen. Hier überhaupt Bäume gemacht hat. Glaube ich. Ha? Ich bin mir nicht sicher. Da war noch einer abgesägt. Der ist gerade erstmal umgefallen. Hier war das irgendwann. Ich muss jetzt auch mal angucken. Achso. Ich hab gar keine Silos. Nicht? Nee. Okay. Aber die hat so eine geile Anzeige. Was kann die? Kilogramm anzeigen. Was kann die anzeigen? Kilogramm, wie viel Kilogramm da drin ist. Oder wie viel Liter. Ich weiß genau nicht. In der, wenn du die Silage eingekippt hast. Ja, genau. Ah. Du kannst mal hier noch ein paar Bäume entlasten. Okay. Und die kann man sogar öffnen und schließen, obwohl ihm das nicht gehört. Schon krass. Und wenn du Bäume absägst, dann bitte in die richtige Richtung, aber vielleicht lässt du das erstmal. Bis ich hier die aufgeladen habe, die noch liegen. So.
Weil sonst komme ich hier gar nicht mehr durch. Also den auf dem Anhänger dann mal absägen noch. Kann ich gleich machen. Ich komme aber kurz vorher mit dem Frontlader rangefahren. Oh, den habe ich aber schlecht aufgeladen. Ja. Welchen Abzug? Ach, den hier, ne? Den längsten. Ja. Ich weiß nicht, manchmal hört er nicht zu. Hä? Sagt, warte, bis ich mit dem Frontlader rangefahren bin. Hast du nicht gesagt? Habe ich gesagt. Schau die Folge an. Es kommt erst irgendwann. Scheiße. Das sagt man aber nicht. Wenn ich es sage, dann sage ich es. Interessiert mich nicht. Lass mir nicht die Worte verbieten. Ich bin ja dein Knecht. Man nennt mich. Den Bot nennt man auch Tigerfarms Knecht. Wie ist denn da? Ja, danke. Bitte. Kannst du den Baum vor mir absägen? Aber nach Fallrichtung links. Dass er nicht zwischen die anderen Bäume führt. Welcher? Der direkt vor mir, der einzeln steht. Der hier. Andere Richtung. Fallrichtung links. Ja. Nein, schon der Baum, der, aber in Fallrichtung. Baum. Fallrichtung links. So. Links, von mir aus gesehen nach links. Ja, genau so. So. Wenn er jetzt die Säge in die andere Richtung gehalten hat. Okay. Oh, ich bin ja nicht so dumm. Dann kannst du auf Höhe vom Anhänger ganzen absägen, dass er dann schon gelenkt ist. Hallo? Fahr mal runter hier. Der Stamm will nicht weg. Ah, jetzt. Ja, hier liegt noch ein bisschen drin. Also schon abgesägt? Ja, habe ich. Und in das ist. Ja. Krass, yes. Bitte. Ach so, Stubenfräse ist ja das Problem, gell? Dass wir ja nicht wirklich sehen, wo die. Jetzt Baumstumpf ist es auf einmal eine Stubenfräse. Jetzt war zuerst war es eine Stumpenfräse. Zuallererst war es eine Stumpenfräse. Dann war es eine Stumpenfräse und jetzt. Hast du den schon abgesägt? Ja, hier. Alter, das ist nur ein Baum. Ich habe gesagt, du sollst ihn auf Länge vom Anhänger absägen. Hast du nicht gesagt? Alter, warte, ich sag dir nachher. Warte. Folge. Warte, ich guck nach. Ey. Alter. Dann habe ich es nicht vernommen. Dann transpiriere ich wieder bis zum geht nicht mehr. Das liegt nicht nur am Wetter. Säg den Dinger jetzt ab. So. Ja. Warte. Folge 30 ist es. Mhm. Ich glaube, die nenne ich Tigerfarm braucht ein Hörgerät. Folge 30. Minute? 9. Circa 9. Okay. Schließen und nicht speichern.
Das habe ich aber wahrscheinlich schon bei Minute 8 gesagt. Hast nicht verstanden, was du gesagt hast, ne? Was ist so mit dem Gitter? Ja, das passt gerade so. Dieser Moment, wie man aus Versehen den hier öffnet. Was labert der? Er will kündigen. Kündigen dafür später. Mal sehen, wie weit du dann kommst mit den anderen. Wie, wann du mich zurückhaben willst. Ja, sag dir noch mal bitte. Passt. So. Dann haben wir zumindest schon mal die alten Bäume hier gleich weg. Unten liegt noch einer, gell? Ja, hier liegt noch einer. Von hier weiter. Soll ich ihn noch fällen? Wen? Bäume. Ja, die kleinen nicht. Die kleinen würde ich mal stehen lassen. Kleinen und okay, dann fälle ich noch große. Pfeil Richtung links. Baumfeld. Gut. Alter, jetzt hast du wieder falsch rumgemacht. Die sollen doch nicht in den Wald, sondern aus dem Wald rausfallen. Ach so. Das hast du mir wirklich jetzt nicht gesagt. Nee, Leute, nee. Fall Richtung links. Ja, du hast aber nicht gesagt Außenwald. Ja, ist doch logisch. Du kannst ja nicht. Wie soll ich denn die aus dem Wald rauskriegen? Da wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit mancher Dinge. Ich bin noch ein Kind, ich lerne dazu. Inshallah. Was? So Gott will. Will das Gott so? Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist ja die Frage. So Gott will, lernst du noch was dazu? Ich schneide ihn jetzt aus dem Wald. Das wäre gut. Und vielleicht guckst du, dass die zwei direkt nebeneinander liegen, dann den gerade abgesägt hast und den anderen. Ja. Das wäre ja Königsdisziplin. Oder du wartest kurz, bis ich den weg hab. Ja, okay. Damit du dich nicht noch mehr aufregst. Alter, wenn wir hier fertig sind auf der Hofbergmann, dann kann der Tigerfarm Bäume fern, das sage ich euch. Das nächste Mal darf man mit dem Traktor Bäume verladen. Nee, lieber nicht. Dann drehe ich vollends am Rad. So, aber ich würde sagen, ich werde mich gleich noch auf den Weg machen und das Holz verkaufen. Du kannst ja noch ein paar Bäume fällen. Aus dem Wald raus. Mach ich den mal hier. Weil bekanntlich Übung den Meister macht. So gut, Baruna. Ja, sieht gut aus.
fahre ich kurz das Zeug hier weg. Gewicht lasse ich mal hier. Und dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Wenn ich das weggefahren habe. So viel Zeit muss sein. Ein bisschen Gewinn müssen wir heute schon noch machen. Aber nur ein bisschen. Ja, ist auch nicht voll beladen, der Anhänger. Da ginge noch mehr. Das will ich jetzt sehen, wie du umkippst. Warum soll ich umkippen? Naja, Fahrkünste und so. Ne, das letzte Mal hatten wir ja, glaube ich, irgendwie so einen verbackten Baum mit drauf, gell? Der hat, wo ich nicht richtig um die Ecken fahren konnte. So. Jetzt sind wir zum... Ah, da steht er schon. Ein Männlein steht im Walde ganz still und dumm. Stumm. Ne. Wird hier immer schlimmer. Na, immerhin 21.000, war doch gut. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut auf meinem YouTube-Kanal gerne mal vorbei. Da gibt es auch noch andere Sachen zu sehen. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.